Rap aus dem Saarland am Start beim Heilberg Open Air 2017. Esther ist da. Bam, bam, bam. Boom, Schakalaka. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Schon einen fetten Auftritt hingelegt? Ja, war mega geil, ey. Mega krass. Nachdem ich letztes Jahr ja nicht auftreten konnte, verletzungsbedingt. Ja, ich wollte gerade sagen, was war da los? Weil eigentlich solltest du letztes Jahr schon dein Knie. Ich habe mir den Meniskus leider zerlegt und dann war ich erstmal out of order. Hast du einen Sportunfall gehabt oder also hast Sport gemacht? Ja, Fußball. Du bist ja, sag ich mal, groß geworden auch so mit Battle Rap, ne? Genau, genau. Das finde ich ja somit auch das Beeindruckendste überhaupt, weil ich immer so, weil das ist ja alles sehr spontan, so, ne? Das ist ja das Prinzip von Battle Rap. Man ja, es kommt drauf an, also es gibt halt dieses Freestyle, ne, wo man sich auf der Bühne spontan irgendwelche Sachen an den Kopf wirft. Oder es gibt halt die Sachen, was ich gemacht habe, wo ich eigentlich herkomme, das ist halt vorbereitet. Ne? Da macht man okay, das über mehrere Runden. Aber Freestyle auch schon mal gemacht? Ja, kann ich auch. Kannst du auch? Ja, also nicht so mega gut, aber. Sag mal, stimmt das eigentlich, dass du mittlerweile in Berlin wohnst? Genau, aber das ist wegen meiner, weil ich studiere halt noch. Ne? Ich wollte nämlich gerade sagen, bist du uns untreu oder was? Nee, ich komme auch nochmal. Saarland tut da hart. Ich komme auf jeden Fall nochmal zurück. Also das steht definitiv fest und ist halt, ich wurde hier nicht genommen an der Hochschule, was soll ich machen? Hey, Uli, sprecht mal mit denen. Warum habt ihr die nicht genommen? Die können mal irgendwas klären hier. Nee, ich, ja, wie naja, gesagt, Berlin ist ja auch mal ganz geil zwischendurch. Ja, ist mega auch von der Musik her halt cool, so weißt du, super viel connecten und so kann man da, ist alles top so. Aber wie gesagt, mich jetzt auf jeden Fall wieder ins wunderschöne Saarland ziehen. Ja, du bist schon auch schon heimatverbunden, ja, so, oder? Ja, ich bin hier groß geworden. Okay. Hier, meine ganze Familie wohnt hier, so Oma, wo Opa. Wo hast du immer am liebsten abgehangen so? Ja, ich. Sag mal. Wie meinst du jetzt abgehangen? Nee, ja, weiß ich nicht wohl. Was ist so dein Lieblingsort? Dein absoluter Lieblingsort? Ja, da wo ich halt am Homburg halt, ne, wo ich halt groß geworden bin. Ja. Ja, meine Pläne sind jetzt auf jeden Fall, ich bringe jetzt noch eine EP raus am 28.07. Das ist die Motion EP, heißt die. Und das ist so die Fortsetzung, also erst Reset, dann Motion, Bewegung, immer in Bewegung bleiben und vielleicht kommt dann irgendwann noch eine dritte. Und ja, ich bin ständig am Musik machen, habe immer noch mega Bock und bin immer noch sehr heiß auf den Scheiß, sag ich jetzt mal. Okay, also auch neben der Uni, was studierst du eigentlich? Wirtschaftsingenieurwesen. Da! Buyaka! Was da los? So, und zwar habe ich hier zwei wundervolle Tafeln. Ja. Also du kriegst eine und ich krieg eine. Ja. Da steht immer wahr und unwahr drauf. Ja. Ne? Und du kannst dir denken, wohin das führt. Ich habe jetzt so Sätze. Ja, wir spielen kein Tischtennis. Ich habe Sätze und du sagst mir wahr oder unwahr, ob es für dich gilt. Also du hältst das Ding auch. Okay, okay. Okay. Ich war schon mal nackt baden. Klar, natürlich. Ich bin so langweilig. Du nicht? Du nicht? Echt noch nicht? Noch nie. Ey. Wo denn? Am Strand oder irgendwo im Freibad? Ich glaube sogar im Bostalsee und so sogar. Ich habe schon mal nachts, so leicht peinlich, meine Ex angerufen. Du weißt, was ich meine für eine... Ja. Noch eine kleine Challenge, Selfie-Challenge. Ja. Bitte einmal ziehen. Wir machen nämlich jetzt noch ein Selfie. Ja. Oh, die T-Rex-Hand. Kennst du das? Das ist ja das immer so, diese ganzen Bloggerinnen vor allen Dingen und so. Die machen ja immer irgendwann so. Ach so. Also und das ist die T-Rex-Hand. Okay, deswegen, geil. Ich brauche von dir jetzt ein Selfie mit der T-Rex-Hand. So. Das sieht gut aus. Ich habe verballert aus. Ein Naturtalent, wenn es um die T-Rex-Hand geht. Sieht ein bisschen aus, als würdest du popeln. Aber das habe ich vorher gemacht. Jetzt das war jetzt nicht so, das war schon vorher. So cool. Esther, ich danke dir von Herzen, dass du da warst. Hat viel Spaß danke gemacht dir für das und ich Interview. Wünsche dir alles Gute.